Ein hinterhältiger Plan gefällt mir. If you get the crusade to let us go, I'll see to it the perishables are destroyed. We'll leave some crates, make it look good, but they won't be happy with their haul. Wenn ich es schaffe, dass der Kreuzzug uns gehen lässt, wird er hier nur zerstörte Verbrauchsgüter finden. Mir gefällt der Gedanke an den Kreuzstück Kreuzritter, danke. Dann bin ich erstmal wieder weg und muss mich muss Dinge erledigen. Ich habe mit der Spielin gesprochen. Als nächstes muss ich wieder einen Hass suchen und mit ihm reden. Naja, das sind die Sachen hier. Ruf des Hassateurs. Ich sollte auch schon nach Zutaten halten, die Lehrer für ihren Trank braucht. Ich habe mit der Schmiede gesprochen und als nächstes mit dem anderen sollte ich reden. Gibt es hier noch was? Das Amulett ist in der Nähe des Koalitionslagers. Ja, gut. Also reden wir nochmal mit dir. Was wollt ihr? Mein Name ist Penny und ihr seid? Beschäftigt, sagt mir, was ihr wollt. Ich würde gerne wissen, mit wem ich spreche. Gut, dass ich sehe, welche Waffen ihr auf Lager habt. Hier schaut aber, wird nichts angefasst, solange ich kein Geld in meinen Händen habe, verstanden? Rütes letzter Pfeil, das sieht aus wie eine Axt. Ist auch eine Axt. Ein paar gute plus 1 und plus 2 Sachen. Standhafte Schuppen ist ein Schienenpanzer. Aber sonst nichts. Ja, dann fragen wir mal, was mir aus dem Nashornkieferpanzer machen kann. Ich sollte dir sagen, es sei daraus etwas herzustellen. Auf jeden Fall ein Schild, vielleicht eine Plattenrüstung. Was hättet ihr lieber? Schildträger haben wir keine, deswegen. Also Dorn ist nachher kein Schildträger, Minsk ist auch keiner. Gut. Vikonia ist eine, aber die hat ja schon ein Schild. Die kann, glaube ich, keinen schweren Schild tragen, deswegen macht die Rüstung. Nun gib mir ein paar Stunden, dann habe ich etwas für euch. Bitte sehr, keine Schönheit, aber der Panzer ist sehr leicht und schwer zu durchbohren. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. So. Geschosswiderstand, Rüstungsklasse 1. Könnte von Vikonia getragen werden. Gut. Ja? Wie kann ich... Ihr braucht nur zu tragen. Naja, was kann ich für euch tun? Erstmal könnt ihr mir meinen euren Namen nennen. Ich bin Bradwear. Schwer zu sagen, was tut ihr für alle anderen? Bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ich stecke kleine Menge Stiefel hier und repariere noch ein paar mehr, was Sinn macht. Wo ich doch ein Schuster bin und so. Sehr interessant. Wenn mein Schuhwerk meine Reparatur benötigt, werde ich mich melden. Klingt nach einem Plan. Guter Plan. Aber das ist immer noch besser als gar kein Plan. Passt auf euch auf. So, ich habe immer noch eine Zunderbüchse, ich habe immer noch Spinneneier und einen, ja, den Schlüsselstein. Kann ich leider nicht da rein tun, die Zunderbüchse auch nicht. Dann reden wir noch mit ihm hier. Go away. I'm busy here. Geht, ich bin beschäftigt. Ihr seid wie ein Hess, nicht wahr? Kalib meinte, ich soll euch wegen der Verteidigung der Burg aufsuchen. Oh gut, Verteidigung, was haben wir denn? Nicht viel, ein paar Kämpfer, einige Söldner und Wächter. Die meisten hier sind Reisende, dringend gefangen, als der Kreuzzug den Windlauf kreuzte. I maintain the wards that protect us from the Crusade siege weapons. They... Wait. Another wizard is fighting me. I must concentrate. I need to... Ich bewahre die Bandzauber, die uns vor Belagerungsgeräten des Kreuzzugs schützen. Sie... Wartet, ein weiterer Magier bekämpft mich. Ich muss mich konzentrieren, ich muss... Damn it! Damn, 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 damn! Das klang nicht gut. Ich sollte die Burg erforschen und die Quelle des Einschlags finden. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Jemand muss Lexa helfen.
Sie ist außerhalb unserer Reichweite, so. Es geht hier vor sich her. Sie soll uns vor Angriffen dieser Art schützen. And I did. For as long as I could. The Crusade has mages too, you know. I couldn't maintain the red blooding wards. You'd have done no better. Und das tat ich, solange ich konnte. Auch der Kreuzzug hat Magier, müsst ihr wissen. Ich konnte die rotblutigen Bandzauber nicht aufrechterhalten. Ihr hättet das nicht besser bewerkstelligt. Verzeiht mir, ich hätte euch nicht ablenken dürfen. Mir wurde gesagt, ich soll euch aufsuchen. Ich hätte wegen der Problematik eurer Arbeit gewarnt sein sollen. Man sagt, dass in jedem Magier ein oder zwei im Leben passiert. Was getan wurde, wurde getan. Nehmen wir mal die zwei. Mir wurde gesagt, ich soll euch aufsuchen. Ich hätte wegen der Arbeit gewarnt sein sollen. In Wahrheit hätte ich den Schiss sowieso nicht länger halten können. Je länger dieses Durcheinander herrscht, desto schwächer werde ich. Daran kann ich nichts mehr ändern. Mir ist schlecht, etwas Seltsames geschieht. Kann man etwas gegen den riesigen glühenden Stein tun? Ich sehe keinen Sinn darin, hier herumzustehen und den nächsten Angriff des Kreuzzugs zu warten. Ich gehe. Nehmen wir die zwei. Was passiert ich? Oh. Es ist der Stein, eine unnatürliche magische Aura umgibt ihn. Ja, ich kann spüren, wie er mich schwächt, während wir sprechen. Wie können wir ihn aufhalten? Dina, ihr könnt ja aufklären, was hier vor sich geht. Wer hat euch den Wink gegeben? Waren es die glühenden Symbole? Ich spüre, wie er mit jeder Sekunde mehr Kraft aus meinem Körper zieht. Ich muss von ihm weg. Nehmen wir die zwei. This is dark magic. The stone's energy will grow, weakening the strong and striking down the weak. To save all souls in Bridgeford, we need the original Enchanter's spell scroll. Das ist dunkle Magie, Benoit. Die Energie des Steins wird stärker werden, wodurch die Starken geschwächt und die Schwachen gar hingerafft werden. Ihr müsst das Kreuz in der Hage hinein und die Schriftrolle finden. Ohne sie wird Brückenfort ganz sicher fallen. Wenn die Burg fällt, falle ich mit dir. Ich scheine keine Wahl zu haben. Find the scroll. And return to me as quickly as you can. Bitte die Schriftrolle und kehr so schnell wie möglich zu mir zurück. Schleuder und Schleuderkugeln. Das ist verschlossen. Yes, dear. Oh, ein bisschen Tant. Ja? Wie kann ich, wie ihr wünscht? Reden wir aber mal mit den letzten Leuten hier. Dieses Wandbild zeigt den Kampf zweier gigantischer Figuren auf der Eberfeldbrücke. Sie müssen die Götter Baal und Zürich darstellen. Die Oberfläche des Steinteils ist groß genug für drei Körper. Mhm. How can I aid you? Seid gegrüßt. Und wie findet ihr unsere kleine Burg? Angesichts Satanes Kreuzzug befindet sie sich in einem besseren Zustand, als ich erwartet hatte. Ich bitte die Geheilung. Könnt ihr mir helfen? Ich habe schon Zeit an schlimmeren Orten verbracht, aber nicht an vielen. Enttäuschend. Sie kann dem Kreuzzug nicht mehr lange standhalten. Nehmen wir mal die Eins. Dafür haben wir Kalle zu danken. Ohne ihn wären wir schon lange gefallen. Wenn es irgendwas gibt, was ich, bei dem ich helfen kann, dann lass es mich bitte wissen. Be at peace. Ja, ich könnte nach Heilung bitten. Vertränke und so. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Yes? Oh, jetzt ist er überladen. Okay, jetzt ist sie überladen. You want? Yes, I do. Yes.
I am yours to command. Okay, jetzt sind sie so toll überladen. Fair enough. Was passiert Böses, wenn ich das mache? Ja, wie ihr wünscht. Ach so, das schwächt mich. Bezug von Lebensenergie. Ich habe einen Tag, nachdem ich alle so Toten hierher gebracht habe, bin ich vollkommen erschöpft. Das auszusprechen ist furchtbar, aber leider ist es auch wahr. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Diese Leute haben eine friedliche Ruhe verdient. Ihr kennt natürlich die Mühen, die solchen Transport in Anspruch nehmen. Ich überlasse es euch, eine passende Belohnung für meine Arbeit zu finden. Ich werde aufgerufen, um die Arbeit zu erledigen, die Schwachen nicht zu bewerkstelligen vermögen. Nehmen wir mal die zwei. Ich fürchte, ich besitze nichts, was ich euch geben könnte. Unsere Ressourcen wurden ohnehin schon viel zu stark beansprucht, weswegen ich dies nur zögerlich tue. Ich muss euch noch um eine weitere Sache bitten. Ich habe hier Kendra wiedererkannt. Sie war die Schwester des Wachmanns Tarantis. Könntet ihr von ihrem Dahinscheiden berichten? Vergib mir, aber es wäre es nicht besser, ihr würdet das tun? Ich muss mir noch mehr über Lebende informieren, zu viele. Es wäre eine große Hilfe für mich, wenn ihr mit Tarantis sprechen könntet. Der patrouilliert im Hof. Gut, ich werde es ihm sagen. Danke noch einmal, möge der Morgenfürst euren Weg erhellen. Ihr solltet Tarantis im Brunkenfort aufsuchen und ihm von Tod seiner Schwester erzählen. Und da ist noch Rayla. Der hat nichts zu sagen, okay. Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht ihr braucht nur zu Sie fragen. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Dann gehen wir mal hier raus. Ja? Wie ihr wünscht. Ich kenne euch nicht, wie seid ihr hier dort hineingelangt? Mein Name ist Benno, ich bin Teil des Kontingents der verdammten Forstburg Baldur's Turm, um euch dabei zu helfen, Brücken vorzuhalten. Der von Baldur's Tor ist hier, um uns zu helfen. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ich bin Mari und das da ist Estebare. Seid gewöhnt, wir freuen uns sehr, euch hier zu haben. Es ist meine Hoffnung, dass ich eine Kapitulation für Brückenfort aushandeln kann, die es euch ermöglicht, diesen Ort in etwas anderen als Ketten oder kleinen Stücken zu verlassen. Ihr bewacht die Zugbrücke? Irgendwie schon, aber ehrlich gesagt leistet sich Mari nur Gesellschaft. Sie hat den letzten Schlüssel, der den gesamten verdammten Mechanismus ins Rollen bringt. Ja, es gibt nur einen Schlüssel. Ja, ich habe den einzigen Schlüssel. Das ist am sichersten. Die Hälfte der Leute, die sich hinterm Burg verstecken, sind Fremde. Ich kann ihnen nicht vertrauen. Keine von ihnen. Das hat wahrscheinlich eine Menge Fahnenflucht verhindert. Da habt ihr vielleicht recht. Es gibt andere Wege aus der Burg heraus, aber die meisten Leute kennen nur den einen. Und der wird sich nicht öffnen. Das würde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Der Kreuzer wird seine Taten hier büßen, das schwöre ich. Ich hoffe, ihr habt recht. Ist eine interessante kleine Burg hier. Vergibt uns, falls wir euch stören, mein Herr. Mein junger Kollege und ich können uns manchmal nur schwer zügeln. Seid gegrüßt, ich bin Elandro, das ist Tirim. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ach, nicht so wichtig. Für Leute ohne besonderes Interesse an den Zauberküsten ist das nicht voll im Belang. Es ist nichts verkehrt daran, leidenschaftlich seinem Handwerk nachzugehen. Mein Name ist Brenno hier. Nein, bitte fahrt fort, es war faszinierend. Ich bin übrigens Brenno hier. Ich habe weder einen Unsichtbarkeitstrank noch einen Stein von Elnarf. Es ist also sowieso alles rein akademisch, aber vergesst das. Könnt ihr uns etwas darüber sagen, was sich hinter den Mauern abspielt? Kers Kreuzzug bietet entlang der Schwertküste. Der Küstenwegübergang wurde zerstört. Einige fürchten, dass sie dasselbe mit der Eberfellbrücke tun wird. Nur, dass ihr hinter ihnen besser aufgehoben seid als vor ihnen. Es sei denn, ihr wollt der Strand der Dame Treue schwören. Nehmen wir das Erste. Unsere Schicksale sind besiegelt. Bitte, Landro, fang dich wieder damit an. Denkt an Unsachbarkeitszwecke und explosive alchemistische Reaktionen. Zu viel Angst und Verzweiflung kann ungewollte Kreaturen herbeirufen, besonders nachts.
Wo liegt der Sinn, Tyrion? Wo liegt der Sinn? Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich kann nicht mehr stehen. Ich habe in den letzten 5 Nächten kein Auge zugetan. Der Kreuzzug wird uns holen und töten und noch Schlimmeres mit uns anstellen. Wir sind im Untergang geweiht. Im Untergang. Was zur Hölle? Eladro, was zur Hölle ist das? Kommt zurück, ich werde mich darum kümmern. Das ist ein Problem. Leider scheint es mein Problem zu sein. Es ist nichts Gutes, so viel kann ich euch sagen. Nehmen wir die 2. Das ist eine Angst. Erledigt sie schnell. Man braucht vor nichts Angst zu haben, als vor der Angst selber. Und bald wird sie nicht, es will sie nicht mehr geben. Lass nicht zu, dass sie mich umbringt. Bitte, ich will nicht sterben. Wie kann ich helfen? What?